So, hier ist das nächste Bruderschaftshaus. Jetzt, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon ein bisschen bei mehr als 40% sind. Weil wir hatten ja doch noch ein paar Hauptstory, ich glaube zwei Hauptstories gemacht. Ah, unser neues Heim in El Abbasiyah wird von einem aufgeweckten Rafik vortrefflich bewacht. Basim, du hast mich erschreckt. Ich war in ein Gedicht vertieft. Ah, wessen denn? Der Sayyida Arib. Die Worte der Hofdichterin zwitschern wie die Vögel in Janna. Oh, ja. Ich habe ihre Werke gelesen. Als wir klein waren, schlichen meine Freundin Nihal und ich uns oft ins Haus der Weisheit. Stundenlang lasen wir von Göttern und Djinn. Ich habe diesen Ort stets gemocht. Das Haus der Weisheit ist nicht mehr das, was es einst war. Hm. Ist unser Freund Ahmad ibn Musa nicht dort? Er wollte doch zurück, um dort zu arbeiten. Ja, ich schickte nach ihm und bat ihn um Hilfe mit diesem Bruderschaftshaus. Es kam nie eine Antwort. Meine Spitzel trafen ihn nicht an. Eine Woche ist vergangen und er ist immer noch unauffindbar. Also wird einer der berühmten Banu Musa im Haus der Weisheit vermisst. Ja. Geh dorthin und finde heraus, was passiert ist. Das werde ich. Aha. Das Haus der Weisheit. Also haben wir gleich einen Fall bekommen. Das Haus der Weisheit, Bagdads wichtigster Lernort. Da sind wir schon reingegangen, da ist ja dieser Buchtyp hier auch drin, hier Al-Yahid. Da haben wir ja nur, derzeit haben wir nur zwei Bücher. Und der mag keine zwei Bücher, der mag viel mehr Bücher haben. Durchsuche Ahmads Werkstatt im Haus der Weisheit. Klingt nach sehr einfacher Quest. Würde echt nicht schwer sein, oder? Reingehen, durchsuchen, abhauen. Ah ja, in den Bruderschaftshäusern musst du mit denen reden, damit es die Quest gibt. Ja, genau. Exakt. Und mit denen habe ich ja schon geredet und dann gibt es diese Quest. Das ist schlimmer als der Verlust der großen Leute, beruhigt euch! Das Feuer war klein und ist unter Kontrolle. Allahs Zorn kommt über uns! Die meisten unserer Bücher sind sicher. Die Gefahr ist vorbei. Alter Mann, wie brach dieses Feuer aus? Alter Mann? Ja, Fasil Fahim ist alt. So alt wie das Haus der Weisheit, das er leitet. Vergib mir, Meister. Ich sprach voreilig. Kann ich helfen? Nein. Das Feuer wurde von der Eimertruppe des Wassermeisters gelöscht. Ist typisch. Ich gieße mir was ein und dann muss ich was auswählen. Was ist hier geschehen? Wo finde ich Ahmad? Ja, ich würde erst mal fragen, ne, was ist denn hier eigentlich los? Wer hat dieses Feuer gelegt? Unruhestifter, denke ich. Genauer gesagt, Feinde des Kalifen. Was für Bücher haben sie denn verbrannt? Das lässt sich noch nicht sagen. Der Buchwart könnte vielleicht etwas wissen. Wo finde ich Ahmad? Ich suche einen gewissen Ahmad ibn Musa. Ahmad. Ja, er hat hier eine Werkstatt, aber ich habe ihn eine Weile nicht gesprochen. Friede sei mit dir, Ältester. Ich muss gehen. Ich muss immer noch Ahmad ibn Musa finden. Sollte aber auch in der Bibliothek mit dem Buchwart sprechen. Ja, siehst du, und das war's schon wieder. Fall abgeschlossen. Und das meinte ich, ne? Früher in den älteren Assassin's Creed-Teilen war das alles eine Quest. Jetzt sind's mehrere solcher Fälle, die man abschließt. Fall abgeschlossen, wir haben gesprochen.